So, Sam ist erwacht und voller Ausdauer. Komm schon. Hat auch fast 10 Minuten Pause gemacht. Wir haben einen Auftrag, wir müssen zur Fotografin. So, unsere Bots haben auch wieder was geleistet. Ein C. Noch ein C. Ich bin nicht begeistert. Fotografin. Lieferung bergiges Gelände. Oh, du wirst die Krafthandschuhe lieben. Sie verbessern die Arm- und die Greifkraft enorm. Wenn du mit einem Seil eine Klippe erkletterst, schaffst du es deutlich schneller nach oben. Auch das Heben schwerer Fracht wird dir leichter fallen. Und damit nicht genug. Bist du schon mal einen Steilhang hinabgestürzt? Wahrscheinlich hast du versucht, mit den Händen abzubremsen, oder? Also, wenn du die hier trägst, kommst du viel schneller zum Stillstand. Versprich mir nur, dass du damit niemanden schlägst, okay? Dafür sind sie nicht gedacht. So, was heißt, haben wir hier? Das heißt, wenn du mit den Dingern eine Schelle verteilst, dann bist du ein Bud Spencer. Ah, hier sind Spikes drauf, okay. auf Bridges Stiefel 3. Können wir ja mal herstellen. Bunkers Wolverine. Richtig gut, ey. Haben wir noch Granaten? Ja, haben wir noch. Ich musste letztens so lachen, als ich ihn gesehen habe. Auf Netflix, weil meine Ma hat tatsächlich Walking Dead geguckt und ich komme rein und denke mir, oh, Sam Bridges, ah, Miss Daryl Dixon. Das fand ich schon ganz witzig. Sam Porter Bridges. Klugscheißer können wir ja gar nicht leiden. Leck mich doch am Arsch, du. Stress oder was? Komm, wir raus! Lauf, Sam! Lauf so schnell du kannst! Lauf nach Hause, Peter! Da könnte man was bauen. Obwohl das so fast gar nicht war. Doch, schon, aber... Die zwei Meter, die kannst du laufen. Ich gebe denen nochmal eine Chance und versuche jetzt mal Richtung Fotografin auf jeden Fall was zu bauen. Er ist ein herzensguter Mensch, dieser Bunker Mann. Ha 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 ha.
gibt jedem noch eine dritte, eine vierte, fünfte, sechste. Ach, was sag ich? Tausendste Chance. Nee, manchmal auch noch nur eine zweite. Na. Wir kommen auch nur dahin, okay? Das ist lustig, wie da unten zwei Seilrutschen nebeneinander stehen. Die Schleimi Schad. Und auch nur da kommst du hin. Das lohnt nicht, ne? Ich glaube, das ist da hinten gewesen. Ich komme gerade nicht auf die Karte. Na, wir können auch hier runter. Ich laufe aber eben zu Fuß. I will walk 500 miles and I will walk 500 more. Gerade eben gebaut worden? Oder was ist eben gebaut worden, ja. Das heißt, hier rennt noch irgendein Spieler rum. Keine Sorge. Jetzt ist eine Taschenlampe nicht schlecht, ne? Hauptsache, da war ein Speicherchip. Wow. Schon mal ein bisschen vorbereiten. Ding, 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 ding.
So, da ist jetzt ein Berg. Natürlich fängt es an zu reden, warum auch nicht? Ich wollte gerade sagen, aber ich sehe hier keine GDs. Das war ja auch bis jetzt zu einfach. Ach du, wir hatten schon Missionen, wo wir nur gelaufen sind. Schon eine Weile her. Ich finde das doof, dass mein Wegpunkt zwischendurch immer nicht wirklich angezeigt wird. Und ich leider nicht weiß, woran das liegt. Weil er so weit weg ist, oder? Da hinten ist er doch. Ich geh mal da oben rüber. Also ich versuch's. Ja, die könnten für die Fotografen sein. Da liegt das mit dem Doktor rum. Das nehmen wir auch noch mit. Interessante Formation von diesen Dingern, ne? Stützen, aber ich das sind. Bridges ID verifiziert. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Tracks geprüft. Ich hätte nie erwartet, eine Lieferung in einem so guten Zustand zu erhalten. Ich glaube, das wird nicht einfach mit dir. Hey, ich habe eine Bitte. Könntest du vielleicht die Kamera meines Vaters für mich finden? Es ist eine lange Geschichte, aber er führte in der Gegend Feldforschungen durch. Mein Vater glaubte, der Schlüssel zum Verständnis des gestrandeten Todes läge irgendwo in den Höhlen und Gesteinsschichten verborgen. Doch er starb, bevor er sein Werk vollenden konnte. Jetzt muss ich es für ihn abschließen. Und vor kurzem habe ich etwas gefunden. Etwas Erstaunliches. Ich war mir sicher, dass mein Vater genau danach gesucht hatte, auch wenn ich selbst die Verbindung zum gestrandeten Tod nicht sehen konnte. Ich brauchte eine Expertenmeinung. Jemanden, der sich meinen Fund ansehen und ihn mir erklären konnte. Also habe ich meine Entdeckungen mit der Kamera meines Vaters dokumentiert. Ich habe alle Einzelheiten fotografiert. Doch auf dem Rückweg traf ich auf eine Gruppe bewaffneter Männer und geriet in Panik. Ich habe alles fallen gelassen und bin einfach nur gerannt. Zum Glück haben sie mich nicht bemerkt. Aber nach der Flucht war die Kamera... mit der Box und allem weg. Seitdem versuche ich, den Mut aufzubringen, nach ihr zu suchen. Aber dann fiel mir ein, dass das Frachtetikett noch an der Box klebt. Und ich dachte mir, dass du sie vielleicht orten könntest. Schließlich arbeitest du ja bei Bridges und so. Bitte, ich würde alles für diese Kamera geben.
Ich stelle den Auftrag ein. Ich hoffe, du verstehst, wie wichtig mir diese Kamera ist. Bis ich sie in Sicherheit weiß, kann ich an nichts anderes denken. Du kannst dieses Terminal benutzen, falls du sofort loslegen willst. Hier. Wenn ich selbst ginge, würde ich das hier mitnehmen. Tu dir keinen Zwang an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Das sind schon die Terroristen, oder? Ja, das, für mich sind das immer noch Mules, also ich bin da nicht so. Na, aber die schießen halt schon mit scharfen Waffen, das ist ja der Punkt. Die normalen Mules schießen ja auch mittlerweile mit normalen Waffen. Das ist deswegen. Ach echt? Ja, ja, okay. Die sind ja nicht blöder. Terroristi. Nicht tödliche Schrotflinte, nehmen wir mal mit. Schrotze. So, ich mach mal hier kurz einen Cut wegen SharePlay. Mhm. So, Cut beendet. SharePlay erfolgreich neu gestartet. The first cut is the deepest. Baby! Aber was ein Blick hier, ne? Muss man mal sagen. Ja, finde ich auch. So, wir gehen voll rein. Schrotflinte, Schockbomben, wir haben alles da. Die Handynummer von Chuck Norris haben wir auch. Und die Beinchen der Akku lässt nachher. Der Akku lässt langsam nach. Ist das ein Generator? Ja, ne? Ja. Ja. Der Wachturm ist höher. Und dünner. Ja, wo ist der überhaupt? Der muss doch ein Wachturm sein. Da vorne. Nee. Doch. Doch. Das ist ein Wachturm. Nächste Bridge over troubled water. Flo, wenn wir schon mal hier oben sind, würde ich sagen, dass wir auch in das Verteilerzentrum gehen, Material holen und vielleicht die Straße nach Mountain Knot machen. Wie viel Kristalle fehlen hier? Leute, was geht? Ich weiß gerade nicht, was die Kristalle waren. 2500? Boah, noch eins. Zwei mehr. Das ist ja prima hier. In den Vorbereitungen. Weiß ich, was ich zu tun habe. Ich will ja sowieso die Sterne pushen bei den
bei den Zentren ja auch gerade bei den Zentren. Und du weißt ja, wie viel Metalle die nachher gehabt haben, wenn die voll sind und du die ganzen Aufträge gemacht hast. Sam, hast du unsere fehlende Fracht gefunden? Offenbar trägt sie jemand umher. Kleiner verschissener Mule. Wie oft sollt ihr noch drücken, ja? Horsties. Ist das jetzt das Sturmgewehr oder die Schrotze? Das ist das Sturmgewehr. Ja, die kennen wir schon. Rang 3 mit Schalldämpfer. Jetzt bin ich mal gespannt. Zugelernt. Jetzt beginnt der Tanz. Er verteilt ja schon wieder Header. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Oh, ich hing grad fest. So ein riesen Truck, ey. Zerledert. Oh.
Alter, fall um! Schrotze, Schrotze, Schrotze! Jawohl, Mann! So muss das! Das waren sie dann auch. So mögen wir die, unsere Mules. Nee, Alter. Ging nicht. Natürlich. Mal wieder typisch. Ging nicht. Also auch das zählt mir nicht. Steh auf jetzt, Alter! Also weiß ich nicht, wie das gehen soll mit dem... Du meinst mit dem Kraftschwert festhalten, oder was? Ja. Vielleicht ging das da auch nicht, weil das zu steil war oder ist. Da liegt die Kamera. Noch ein Müllager. Ich jetzt. Boah. Mann, ey, echt. Fünftausend Metalle und 5000 Keramik. Na, wenn's weiter nichts ist. Porokasse. Hab ich immer dabei.
würde sie nie wiedersehen. Oh, Gott sei Dank. Sie sieht exakt so aus wie immer. Oh, du ahnst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Meines Vaters hierher zu ziehen. Er war überzeugt, das Rätsel des gestrandeten Todes ganz allein lösen zu können. Und wir dachten das auch. Aber sieh nur, was daraus geworden ist. Ach, wärst du nicht hier vorbeigekommen, wäre die Kamera verloren gewesen und niemand hätte je einen Blick auf unsere harte Arbeit werfen können. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Welt muss davon erfahren. Irgendjemand da draußen wird daraus schlau werden. Also, ich habe gerade noch so überlegt, da wir den Hinweis bekommen haben, dass die Kamera im Besitz eines Mules ist, hatte ich eben so Idee mit der Haftwaffe. Kamera holen und abhauen. Wäre mal eine Idee gewesen, um das mal auszuprobieren, ja. Hätte auf jeden Fall auch hingehauen. Wäre ein bisschen der pazifistischere Ansatz gewesen. Möglich. Ja, über uns sind auch noch Mules, habe ich gerade gesehen. Schrotflinte, nicht tödliche Schrotflinte. Oh, 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 oh. Über uns waren eben auf jeden Fall Mules. Ich hoffe wirklich, dass unsere Arbeit etwas bewirken kann. Danke nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Sam Hartman hier. Die Kamera, die du geborgen hast, enthielt ziemlich interessante Aufnahmen. Die darauf gespeicherten Daten samt Forschungsunterlagen ihres Vaters haben wir automatisch erhalten, als du den Bunker der Fotografin ins Netzwerk gebracht hast. Egal, mein Labor hat immer noch keine schnelle chirale Verbindung, aber ich konnte eines der Bilder mit der Datenbank im HQ abgleichen. Auf Grundlage meiner vorläufigen Berechnungen sowie der fotografischen und dokumentierten Beweise in unseren Archiven würde ich das Alter der Malereien auf 30.000 Jahre schätzen. Mindestens. Die Künstler waren wahrscheinlich auf dem Kontinent umherziehende Neandertaler oder andere Urmenschen. Siehst du diese delfinartigen Wesen? Zur damaligen Zeit lag die Höhle noch weiter von der Küste entfernt als heute. Wie konnten die Künstler also Delfinen begegnen? Antwort: Das konnten sie nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht Delfinen, sondern gestrandeten Dingen begegnet sind. Und das würde bedeuten, dass der gestrandete Tod nicht das erste Phänomen seiner Art ist, dass es schon mal passiert ist. Auf unserem Planeten sind schon unzählige Arten ausgestorben. Von Bakterien bis zu Dinosauriern. Forscher nennen die größten bekannten Massenaussterben die großen Fische. Aber natürlich gab es viele weitere Aussterbeereignisse, wenn auch in kleinerem Maßstab. Was, wenn die Künstler so ein Ereignis dokumentieren wollten? Ihr eigenes Aussterben. Das wäre das erste Zeugnis eines gestrandeten Todes in der Geschichte. Und es würde auch meine anderen Theorien stützen. Je eher du mich mit dem Netzwerk verbindest, desto eher wissen wir es. Stell dir nur vor, welche Geheimnisse wir lüften können. Ich warte auf dich, Sam. Tolle Neuigkeiten, Sam. Die Vitalfunktionen von BB-28 sind fast im optimalen Betriebsbereich. Kurz vor meinem Anruf hat es die Augen geöffnet. Es blickte sich um, als würde es jemanden suchen. Und dann trafen sich unsere Blicke. Für einen Moment, glaube ich. Ich sag dir, es hätte mich fast so weit gebracht, das Kleine selbst zu behalten. Egal, ich muss noch einiges prüfen und eventuell Anpassungen vornehmen. Aber die lokalen chiralen Schwankungen könnten Probleme bereiten. Kannst du vielleicht noch einen Ort ins Netzwerk integrieren? Sobald du das getan hast und ich bestätigen konnte, dass das BB zuverlässig funktioniert, gebe ich es wieder in deiner Obhut. Das ist der letzte Schritt. Versprochen. Nur noch ein Ort, das sollte genügen. Viel Glück.
Bruchstücke eines Wandbilds. Das können wir ja noch eben holen, ne? Das können wir auch nächstes Mal machen. Schicke ich mal eben die Bots noch mal los. Ein Anklemmen, ne? Ja. Schade. Muss Die Hardman kurz warten. Nein, er sagt gar nichts mehr. Nein, eben nicht. Hasse es, wenn mir Dialoge fehlen. Ah, der war gut. So, das kann mal wer anders mitnehmen. So, das Problem ist, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Aber ich tippe mal auf Mountain Knot vielleicht. Mal sowieso bescheiden hin. Seilrutsche, da gucken wir nochmal. Keine Likes, ich ahne Böses. Der erste Bogen konsequent. Ja. Können wir wahrscheinlich eh nicht mitnehmen, ist ja ein Mule-Transporter. Warten wir's ab. Jo. So, duschen können wir nochmal schnell. Klamotten sehen aus, du. Gleich 4 Ex-Granaten.
So, haben wir mal eben alles etwas beschleunigt. Erstmal noch ein Pilz. Ich kann 3 nicht überspringen. Ich ahne Böses. Ja, aber klar. Volltreffer. Es ist so schön. Bebe ist immer noch nicht da. Haben wir da irgendwas Neues bekommen? Stabilisatoren. Sie senken dein Sturzrisiko. Wenn du versuchst, dein Gleichgewicht wieder zu erlangen, unterstützt dich ihr Haltungskontrollsystem automatisch dabei. Aha. Und wenn das deinen Sturz trotzdem nicht verhindert, dämpfen sie den Aufprall für dich und deine Fracht. Nicht genügend Material. Ja, gut, wir sind ja hier auch in privaten Räumen. Ja, da brauchst du schon viel Platz für das Ding. Braun gebrannt, dir steht nur Gold. Ganz genau. So, das Regal füllt sich ja auch so langsam. Capital Not, da waren wir ja schon lange nicht mehr. Könnte man ja mal wieder hinfahren, ne? Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ich habe nie drauf geachtet, ob da, sag schnell, ob man da Sterne abgreifen konnte. Bestimmt. Hundertprozentig. Für den Sprung? Also, das Einzige, was du mitnehmen kannst, bist du selbst. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die dir viel bedeuten. Okay, schließ deine Augen. Stell dir das Ziel vor. Halt das Bild fest. Oh. Bin ich weit, bin nur nach Mountain Knot. Einfach mal ausprobieren, ne? Ja, wollte ich auch jetzt mal. Ja, ne, war ja auch mal gut. Wir hatten ja eh nichts dabei. Wir hatten ja nur Plünnen. Die ganzen verlorenen Sachen habe ich schon weggeschickt. Ja. Ey, hier liegt im ganzen Spiel so viel Scheiß noch verstreut in den Spinden. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Da gucken wir uns noch mal ein paar E-Mails an. Und dann besuchen wir mal den guten Hartmann. Ja, das ist eine Idee, ne? Jo. Tschüss. Tschüss.